und herzlich willkommen bei Frau Janik probiert's aus, probier's auch. Und heute probiere ich eine pinke Soße. Total einfach, ohne Kochen, gesund, lecker und ein echter Hingucker, würde ich sagen. Und wie das Ganze jetzt geht, das zeige ich euch jetzt. Für eure pinke Soße braucht ihr nur wenige Zutaten, um genauer zu sein, genau zwei Grundzutaten. Und zwar einmal Cashewkerne. Diese müssen in heißes Wasser, also kochendes Wasser, eingeweicht werden, ungefähr 15 Minuten. Einfach, dass sie weich sind und nachher eure Küchenmaschine die gut zerkleinern kann, beziehungsweise die Soße schön cremig wird. Das Einweichwasser wird dann weggeschüttet, die Cashewkerne nochmal abgespült und dann könnt ihr sie verwenden. Dann braucht ihr noch eine kleine rohe rote Beete und die sorgt eben für einen leckeren Geschmack plus diese pinke Farbe. Es wird wunderbar aussehen. Und dann brauchen wir natürlich ein paar Gewürze. Da könnt ihr natürlich verwenden, was ihr möchtet. Ich habe jetzt mal Salz, Pfeffer, Knoblauchpulver und ein bisschen Zwiebelpulver. Und dann gebe ich noch Hefeflocken hinzu. Und zwar ist es der vegane Käseersatz. Macht die Soße ein bisschen dicklich und schmeckt dann ein bisschen käsig. Schmeckt richtig lecker. Als erstes gebt ihr die Cashewkerne in den Mixer hinzu. Als nächstes schält ihr dann die rote Beete und wenn es euch nichts ausmacht, dass eure Hand nachher ganz rot ist, dann müsst ihr nicht unbedingt einen Handschuh anziehen. Ansonsten empfehle ich euch, einen Handschuh anzuziehen. Anschließend kommen die Gewürze hinzu. Ich gebe Zwiebelpulver dazu, Salz, Pfeffer, Knoblauchpulver und ein bisschen von den Hefeflocken. Dann gebt ihr heißes, kochendes Wasser hinzu und zwar so viel, bis das Ganze bedeckt ist, eventuell vielleicht auch ein bisschen weniger, denn nachgeben kann man immer noch, falls ihr die Soße flüssiger haben möchtet. Und nun wird das Ganze kräftig gemixt, bis eine cremige Soße entsteht. Und so schnell habt ihr die Soße fertig gemacht. Ich finde, die sieht richtig cool aus. Je nachdem natürlich, wie viel ihr von der roten Beete hinzugebt, desto mehr pink wird sie oder geht ins Rosane. Da könnt ihr ein bisschen entscheiden, wie ihr das gerne haben möchtet. Die Soße ist richtig schnell gemacht und so könnt ihr sie jetzt einfach über eure Pasta leeren. Und die ist ja schließlich warm, die Pasta auch, und ihr könnt dann sofort essen. Was ihr auch machen könnt, die Soße aufbewahren. Im Kühlschrank hält sie sich ein paar Tage oder einfrieren, zum Beispiel in so Eiswürfelbehälter oder so leere Joghurtbecher, dann habt ihr das immer portionsweise parat. Super cool und ich denke, eure Gäste werden sicherlich begeistert sein. Vor allem, wenn ihr zum Beispiel auch noch Pasta benutzt, die andere Farben hat, die gut dazu passen, beispielsweise grün oder ich verwende heute schwarz, das sieht auch cool aus. Also müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Sieht nicht nur cool aus, ist auch noch gesund und schmeckt echt lecker. So, ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen. Ich finde es super. Ich finde es auch sensationell, wie die Leute gucken, wenn die so etwas serviert bekommen. Was ist denn das? Wie hast du denn das gemacht? Müsst ihr also unbedingt mal ausprobieren. Sieht nicht nur cool aus, schmeckt wirklich lecker. Und wie immer findet ihr die ganzen Mengenangaben auf meinem Blog fraujanik.com. Schaut vorbei und da könnt ihr euch nochmal alles in Ruhe nachlesen. Wenn ihr dann die Pasta ausprobiert habt, dann bin ich schon ganz, ganz gespannt auf eure Fotos. Deshalb schickt sie mir doch auf Instagram unter dem Hashtag fraujanik, dann kann ich die nämlich sehen und ich freue mich jedes Mal riesig darüber. So, ich gehe jetzt Pink Pasta essen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag. Macht euch doch auch einen pinken Tag, so wie ich. Und viel Spaß beim Ausprobieren. Und wir sehen uns das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure Frau Janik.